Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in Eversbach im Nationalen Automuseum, The Low Collection. Aber da sagst du lieber mal was zu. Hallo. und zwar, ja, wir sind bei Eversbach. Das ist zwischen Gießen und Siegen. Und wir haben heute die tolle Möglichkeit, durch den Florian, der einer der Geschäftsführer ist, die private Sammlung von Herrn Loh besichtigen zu dürfen. Also Herr Loh sammelt seit 35 Jahren Autos, exklusive Autos, Autos mit viel Geschichte, ganz besonders, und hat irgendwann sich gedacht, hey, cool, ich möchte meine Sammlung jedem zur Verfügung stellen, dass sich die jeder angucken kann. Und wir sind heute hier, wurden eingeladen zu einer privaten Führung und bekommen das alles zu sehen. Museum ist zu, das ist gar nicht der Haupteingang hier, sondern das ist eigentlich nur der Park für die Clubs, die hier parken können, wenn die mal zu Besuch sind. Ich wette, es wird ein cooler Tag. Uns werden nachher die Augen brennen und die Ohren rauchen. Egal, unser Kopf wird rauchen, weil es wird unzählige Fahrzeuge geben. Nur besondere Fahrzeuge, zu allen Fahrzeugen eine besondere Geschichte. Ich habe wirklich sonst keine Ahnung, was uns erwartet. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, treffen auf Florian und der führt uns ein bisschen rum. Was ich nur sagen kann ist, ich habe davon gehört, habe die Bilder gesehen. Und das erste Mal seit Jahren wieder so dieses Hype-Gefühl, so, boah, weil es stehen wirklich absolute Granaten da drin. Ich persönlich kannte es vorher gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Gibt es, glaube ich, jetzt auch gar nicht so lange, ein Jahr, aber... Ja, die haben erst seit einem halben Jahr, glaube ich, geöffnet, oder? Umso besser, deswegen zeigen wir es euch. Es wird ein bisschen längeres Video bestimmt, aber es wird sich lohnen. Let's go. Let's go. Florian, hallo. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, auf jeden Fall. Uns wurde viel berichtet. Wir sind ein bisschen aufgeregt auf jeden Fall, weil uns wurde gesagt, die Sammlung, kann man ja Sammlung nennen auf jeden Fall, es ist eigentlich ein Museum, aber eigentlich ist es ja eine Sammlung, private Sowohl Sammlung. Sowohl als auch, es ist eine private Sammlung, die zum Museum gemacht wurde. Ich würde sagen, stell dich einmal in einen Satz ganz kurz vor. Ja, mein Name ist Florian Urbitsch, ich bin einer der Geschäftsführer des Nationalen Automuseums und ich freue mich, dass ihr hier seid und folgt mir einfach, dann zeige ich euch unsere Autos und führe euch in die Geschichten hinter den Autos ein bisschen ein. Für die Zuschauer, normalerweise ist der Eingang auf der anderen Seite. Aktuell ist aber geschlossen. Wir kriegen tatsächlich Privatführungen. Hier muss trotzdem jeder durch. Ihr kriegt heute eine Privatführung. Und wir freuen uns, wenn ihr kommt. Und dann so ein bisschen wie nachts im Museum, ne? Ja, wir haben auch so eine kleine Klassenfahrt ja auch heute hier zusammengetrommelt. Und Florian hat hier netterweise uns die Möglichkeit gegeben, uns mal so ein bisschen hinter den Kulissen, weil jetzt, während das Museum geschlossen ist, die ganzen Autos und die Geschichten dahinter auch mal in einer ruhigen Minute für uns zu zeigen. Und wir sind natürlich alle sehr gespannt. Und gerade wir als Auto-Enthusiasten, ne, weil als dann von dir die Info kam, kommt vorbei, ich sofort Philipp angerufen, ich sage, Mensch, wir kriegen da was zu sehen. Auch, das wird uns komplett schocken, auch wenn wir schon ein bisschen autoversaut sind. Und ich glaube... Florian, ganz kurz noch, bevor wir reingehen, lass uns einmal ganz kurz schon das Museum ein bisschen promoten hier. Wann macht ihr wieder auf? Oder wie lange gibt es das Museum schon? So, um erstmal zu sagen. Weil ich persönlich kannte es definitiv nicht. Ich habe zwar so ein bisschen hier und da mal aber bei Nationalen Automuseum, das habe ich zwei, dreimal schon gelesen, habe ich aber absolut nicht an das gedacht, was uns hier erwartet. Ja, wir haben am 23. Juli 2023 eröffnet und haben dann seit Ende Oktober die Winterpause, haben seitdem nur noch die Le Mans-Ausstellung geöffnet. Und das Museum besteht aus zwei Teilen. Einmal die Dauerausstellung, die eröffnet wieder am 23. März. Und die Sonderausstellung, im Moment noch 100 Jahre, 24 Stunden von Le Mans. Die ist noch geöffnet bis Ende Februar, wieder geöffnet ab dem 17. Januar, wenn unsere Winterpause zu Ende ist. Und ab 23. März haben wir dann auch eine neue Sonderausstellung. Aber das gesamte Museum ist quasi Privatbesitz von Herrn Loh. Also es ist wirklich eine private Autosammlung hier, woraus dann ein Museum gemacht wurde. Das ist in den letzten 35 Jahren von Herrn Loh als Autosammlung zusammen gesammelt worden. Gibt es sowas in der Größenordnung deutschlandweit auch noch mehrmals? Also ist nicht so ganz meine Liga von Autos etc., aber ja, es klingt für mich unfassbar, so viele Autos, Privatsammlungen und ein Museum rausmachen. Es gibt noch andere private Sammlungen, die jetzt vielleicht nicht als Museum öffentlich sind, aber es gibt sicherlich auch noch andere Museen. Da muss man ja sagen, das ist ja das Tolle hier dran. Denn hier werden Autos stehen, die wir auch schon anhand der Bilder gesehen haben. Die siehst du nie als Fan, weil die verstecken irgendwo hinter irgendwelchen Lagerhallen und Türen in irgendeinem Privatsammler. Und hier wird halt diese Sammlung für jeden zur Verfügung gestellt. Als ich die Bilder gesehen habe, musste ich überhaupt erstmal gucken, ob ich ein Auto davon schon mal live gesehen habe. So ungefähr. Ja, da sind ein paar Kaliber. Den Veyron, den hat man schon mal irgendwo schon mal gesehen. Aber der Rest ist schon wirklich. Und selbst für den Veyron weiß ich, da gibt es auch noch eine ganz spezielle Geschichte. Und das haben wir noch nicht gesehen. Okay, let's go. Na dann, gucken wir. Kommt rein.
Also Florian, das allererste, was mir auffällt, ist auf jeden Fall, dass es hier scheinbar nicht nur um die Autos geht, sondern auch das Ganze passend dazu zurechtgemacht wurde. Und man kennt ja auch so Museumscharakter, die einfach kalt gar nicht unbedingt von den Autos ablenken, sondern eher nur die Autos zeigen. Aber hier sieht man ja direkt mit dem alten Kran und alles, das ist ja, da ist ja drumherum auch alles gemacht worden, dass das Ambiente hier wirkt. Ja, die Geschmäcker sind verschieden. Manche sammeln ihre Autos in weißen Hallen mit dem Fokus auf dem Auto. Manche haben auch vielleicht ein Platzproblem und machen das deswegen so. Herrn Loh war es immer schon wichtig, dass die Autos auch in schönem Ambiente stehen. Mhm. Das war auch schon so, bevor das zum Museum öffentlich gemacht wurde. Und da haben wir dann jetzt auch bei der Gestaltung des Museums großen Wert drauf gelegt, dass wir zwar tolle Autos hier haben, dass wir aber eben die Autos auch in besonderem, schönem Ambiente zeigen. Sehen wir gleich noch in altem Industriecharme auch. Und wir haben eben jetzt in den 3 Monaten, die wir geöffnet waren, bisher gemerkt, das kommt bei den Besuchern gut an. Und so ist es nicht nur ein Museum für die Leute, die sich für die Autonerds, sondern eben auch die Menschen, die sich vielleicht für Autos im ersten Schritt gar nicht interessieren, die erfreuen sich an dem Ambiente. Und so ist für jeden was dabei. Ich glaube, wir müssen einmal den Umfang dieser Sammlung einmal kurz so ein bisschen beziffern. Über wie viele Autos reden wir? Also erstmal in dem Museum. Was erwarten Sie heute? Ihr seht heute rund 150 Autos, 20 davon in der Le Mans Sonderausstellung und 130 in der Dauerausstellung. Mhm. Das ist aber noch nicht alles. Das ist jetzt das, was wir halt heute sehen. Wir haben noch ein paar mehr, sodass wir die Ausstellung immer wieder abwechslungsreich gestalten können und es sich lohnt, immer wieder zu kommen. Die ganzen Autos, das ist die erste Frage im Museum immer. Sind die alle hier auch fahrbereit oder stehen die alle seit Jahren einfach nur? Das ist immer so eine Frage, wie macht man sowas als Museumsbetreiber, Autosammler? Ja, ist natürlich ganz wichtig, bei den Autos die Standschäden zu vermeiden, weil sonst hast du hinterher noch ein größeres Problem. Und deswegen bemühen wir uns, die Autos regelmäßig zu bewegen. Ja, das ist ganz wichtig. Und alles, was man so mit roter Nummer fahren kann, versuchen wir dann eben regelmäßig zu bewegen, um die Standschäden zu vermeiden. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir von hier nach Hamburg fahren. Das reicht auch, wenn man hier einmal durch den Ort fährt oder dass alles mal warm wird, ja, dass alle Flüssigkeiten warm werden, dass das Getriebe mal durchgeschaltet wird und so weiter. Das heißt, es kann im Sommer echt passieren, dass eins so auch von diesen Vorkriegsexponaten da auf einmal hier einem entgegenrollt? Es ist natürlich jetzt mit dem laufenden Museumsbetrieb etwas schwieriger geworden, weil wir ungerne die Autos an den geöffneten Tagen hier rausnehmen. Sonst kommt irgendjemand und ist genau wegen einem Auto hier. Und dann kann er das Auto an dem Tag nicht sehen. Das wollen wir eigentlich nicht machen. Aber grundsätzlich, wir haben Montag, Dienstag geschlossen und es werden die Autos hier auch mal durchgetauscht. Dann kann das schon mal passieren, dass einem hier ein Auto entgegenkommt. Ja. Also der organisatorische Faktor, der muss ja gigantisch sein. Mhm. Ich meine, versuch mal alleine deine 3 Autos irgendwie zu bewegen. Ja, selbst das schafft man dann schon. Und dann bei 150 oder mehr. Nur in der Ausstellung? Wird das ein Riesenproblem. So, jetzt aber. Du hast uns hier direkt in diese Ecke gezogen. Ja, wir fangen ganz vorne an. Ganz vorne in dem Fall bei dem ältesten Auto in der Sammlung. Vielleicht da noch mal ganz kurz. Das Museum versucht die ganze Bandbreite des Automobils zu zeigen. Wir haben Autos von 1895 bis 2023. Wir haben Kleinwagen, Supersportwagen, Luxusfahrzeuge, Coachbildfahrzeuge aus der Vorkriegszeit. Bei den Rennwagen haben wir auch alles dabei. Formel 1, DTM, NASCAR, Langstrecke, Rallye, sodass wir da einen guten Überblick über das Gesamtbild der Automobilgeschichte geben können. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit natürlich. Aber fangen wir hier an, werden wir kurz konkret. Das ist das älteste Auto der Sammlung, 1895, eine Benz Victoria. Das Fahrzeug hat mehrere Besonderheiten. Erstens, es ist komplett unrestauriert. Das dürfte weltweit einzigartig sein. Eine Benz Victoria von 1895 in diesem guten Zustand unrestauriert zu finden. Das könnte aber den Grund haben, dass das Museum bzw. Herr Loh erst der dritte Besitzer ist. Die ersten beiden Besitzer war die Familie Benz und dann hat Henry Ford das der Familie Benz abgekauft, weil er in Dearborn in Amerika das Henry Ford Museum aufgemacht hat. Und dort war es dann bis in den 2000er Jahren. Also gehörte dem Henry Ford, der saß da drin.
Der wird wahrscheinlich auch nicht mitgefahren sein. Dem Henry Ford, der ist wahrscheinlich nicht damit gefahren. Das wissen wir nicht genau, aber wahrscheinlich nicht, weil er hat es auch für sein Museum gekauft. Aber ja, der Henry Ford. Wie ist das bei solchen Autos? Das ist jetzt ja wirklich eine unfassbare Geschichte. Sowas wird dann über 100 Jahre dokumentiert. Also gibt es dann da so Unterlagen zu? Wie stelle ich mir das bei so einem Auto vor? Also das ist ja was anderes wie... Ja, also ich sag mal so, es ist ja leichter, ein Auto zu dokumentieren, das nur drei Besitzer hat. Mhm. Weil da weißt du dann eben, das gehörte der Familie Benz. Und der Henry Ford hat es von Familie Benz erworben und hat es und es war dann im Besitz des Henry Ford Museums bis in die 2000er Jahre. Das ist relativ einfach. Schwieriger wird es bei Autos, die viele Vorbesitzer hatten und dann mal eine andere Karosserie bekommen haben und dann wieder, da ist es dann schon so eine Sisyphus-Arbeit, die Historie nachvollziehen zu können. Das heißt, es gibt jetzt nicht wie so ein, ich sag jetzt mal vorsichtig, wie so eine Art Lebenslauf dazu oder so, wo dann so drin steht, das Auto stand in den 10 Jahren da in dem Museum. Im Idealfall gibt es das, zu vielen Autos haben wir das auch, aber ist nicht bei jedem Auto möglich. Krass. Und sowas muss aber auch logischerweise unangefasst, unrestauriert bleiben, weil das die Geschichte einfach ist. Wo kriegt man so ein Auto her, was noch nicht komplett zerfallen ist? Ja, also es ist nicht die einzige Benz Victoria auf der Welt. Es gibt noch andere, auch in deutschen Museen zu sehen. Die sind dann aber eben restauriert oder mindestens teilrestauriert. Und die muss so bleiben, wie sie ist, weil sie ist halt nur einmal original. Und das wäre wirklich verwerflich, wenn man jetzt hier mit Lack und Pinsel rangehen würde, um das dann jetzt schöner zu machen, als es heute ist. Dann begeben wir uns in das Jahr 1906. Da haben wir auch noch eine Besonderheit, auch unrestauriert. Und wenn du den Motor mal ganz kurz ignorierst, das ist eine Lohner Feuerwehr, die mit einem elektrischen Radnabenmotor entwickelt von Porsche auf die Welt kam. Ach krass. Ja, 1906 hat der junge Ferdinand Porsche bei der Firma Lohner in Österreich gearbeitet und der hat dort den Radnabenmotor entwickelt. Elektroantrieb gab es also 1906 schon, ist keine Erfindung der Neuzeit. Warum hat das Fahrzeug jetzt einen Motor? 1927, als die Batterien dann etwas schwach waren, hat man dann, um das Fahrzeug weiter nutzen zu können, einen Daimler-Motor zusätzlich installiert, der als Range-Extender funktioniert. Und so war das Fahrzeug bis in die 50er Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Baden bei Wien im Einsatz. Hätte ich niemals gedacht, dass es damals die Elektrotechnik schon so war. Ne? Aber ich habe irgendwann auch schon mal was gehört, dass es damals sogar teilweise mehr Elektrozulassung gab als jetzt. Ja. So, weil das damals gang und gäbe war, kann man sich heute so gar nicht vorstellen, dass so eine Feuerwehr damals Elektro durch die Gegend gefahren ist. Und in dem Originalprospekt von damals wird eine Reichweite von 70 Kilometern angegeben. WLTP war noch nicht erfunden und wir können es heute nicht mehr ausprobieren. Aber das dann mit bis zu 12 Mann Besatzung und dem vollen Tank, da hatte die Batterie schon was zu schleppen. Ja. Aber das Ding fährt auch noch? Das fährt auch noch. Mal, wenn die Freiwillige Feuerwehr mal wieder anruft, wir brauchen eine Feuerwehr. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn ich mir so die Reifen und alles ansehe, ist das auch noch so alt? Also das ist ja nicht alt gemacht, sondern das ist wahrscheinlich dieser Gummiüberzug, wie alt sein dann? Es ist davon auszugehen, dass der nach 1906 irgendwann mal neue Reifen bekommen hat, aber das sind definitiv sehr, sehr alte Reifen und ja, das sieht man denen an und die bieten sicherlich auch nicht mehr den Fahrkomfort, den sie 1906 geboten haben, als sie neu waren. Weil ihr gerade gesagt habt, hier die Begeisterung für Technik, das Museum ist ja das eine. Es geht uns auch darum, oder insbesondere Herrn Loh auch darum, auch junge Menschen wieder für Technik zu begeistern. Deutschland, das Land der Erfinder, das gilt ja nicht mehr für alle Ecken so. Und hier ist es eben so, über die schönen Autos und die schöne Technik dahinter gelingt es uns vielleicht dann da auch die Jugend wieder dafür zu begeistern, technische Berufe zu ergreifen und hier wieder Fahrt aufzunehmen an der Ecke. Ja. Einfach wieder Interesse finden. Ja. Genau. Und in dem Zusammenhang haben wir ja auch dann unsere Kooperation mit der Hochschule Nördlingen-Geislingen. Hier sind wir offizieller Hochschulcampus und bieten ja hier auch dann verschiedene Studiengänge an. Einmal zum Thema Sachverständigenwesen
und später aber auch dann zum Thema Automobildesign. Nee, die können hier studieren? Nee, also können hier studieren. Also Teile des Studiums findet dann hier vor Ort statt. Gerade beim Thema Design muss man das dann nicht anhand von Bildern erlernen, sondern man kann es am lebenden Objekt machen. Und bei den Gutachterthemen genauso. Ja, man kann die Analyse, wie alt ist der Lack und was ist original und was ist restauriert, kann man hier am lebenden Objekt machen. Und das ist sehr schön. Und da ist es auch so, dass der erste Studiengang sehr schnell komplett gefüllt war. Voll weiß. Okay. Ja, Thema Design sind wir hier, glaube ich, richtig, ne? Thema Design sind wir hier ganz vorne. Das ist ein Talbot Lago T26 Grand Sport. Einer von zwei gebauten mit einer sogenannten Low-Roof-Karosserie. Das heißt, der ist noch etwas niedriger. Das Schwesterauto ist in der gleichen Farbgebung, nur eben dunkelblau-hellblau. Und auch dieses Auto ist weitgehend original. Man sieht das an den Zierteilen, die sind so ein bisschen angelaufen. Und hier ist es eben so, bei der Restaurierung wurde da... bei der Restaurierung wurde großen Wert darauf gelegt, so viel wie möglich von dem Original zu erhalten. Also die Zierleisten, Teile des Lacks sind noch original, die Innenausstattung und so weiter. Ja, zum Thema Autos, die man niemals irgendwo anders sehen würde. Ja. Sowas siehst du ansonsten nur auf dem Concours d'Elegance oder ja, oder eigentlich gar nicht, weil es gibt ja nur zwei. Einer steht hier, da müsste der andere dann schon auf dem Concours d'Elegance sein, damit du ihn überhaupt mal sehen kannst. Weiß man, wo der andere ist? Ja, der ist auch in der Privatsammlung. Ich vermute mal, dass die Leute, die sich gerade für die Autos interessen, die werden auch schon ein bisschen älter sein. Kann man ja schon so sagen, oder nicht? Wenn du jetzt das vergleichst mit den neuen Autos, dann ist da der Prozentsatz natürlich schon eher bei den Älteren, die das kennen. Aber wir erleben eben auch, dass die Leute hier reinkommen und auch die jungen Menschen sich dann hierfür wieder begeistern und dann eben nochmal recherchieren, was ist denn jetzt so eine Lohner Feuerwehr, wer war der Lohner eigentlich, was hat er alles gemacht oder was ist ein Voisin? Das bringt uns auch gleich hier zu dem nächsten Auto mit der bunten Lackierung. Noch nie gehört, ganz ehrlich. Ja, siehst du, und vielleicht stachelt dich das auch dann an, um etwas über Voisin zu lernen. Warum der jetzt diese Lackierung hat, das kann ich dir erklären. Ey, da hier der Innenraum, ne? Ja. Ja. Voisin war bekannt für extravagante Interiors. Das sieht man, ja. Ja. Voisin kommt aus dem Flugzeugbau. Deswegen ist hier relativ viel Leichtbau, viel Aluminium verarbeitet. Und was aber eben besonders augenfällig ist, ist diese Lackierung. Das ist keine Originallackierung, hat aber trotzdem ihre Geschichte. Weil auf der englischen Ausgabe des Modemagazins Vogue war 1929 auf dem Cover eine Grafik, eine Zeichnung eines Voisin in genau dieser Lackierung oder mit genau dieser Grafik auf dem Auto. Und einer der Vorbesitzer hat sich dann bei der Restaurierung an dieses Vogue-Cover von 1929 erinnert und hat dieses Auto dann in dieser Farbgebung gestalten lassen. Ja. Hier, finde ich, sieht man jetzt so ein bisschen so, wie bei den Autos damals Unischwarz immer so ein Thema war, ne? Ja. Weil, krass, ne, alles. Aber die wirken halt auch in Unischwarz, ne? So dieses typische, ich sage immer, Mafioso. So, dann haben wir hier ein echtes Rallye-Auto. Die sehen heute auch anders aus. Das ist ein Bentley, mit dem Commander Glenn Kidston 1930 an der Rallye Monte Carlo teilgenommen hat. Recht komfortabel für ein Rallye-Auto. Zu Commander Glenn Kidston gibt es auch noch interessante Geschichten zu erzählen. Der hat zwei Torpedoangriffe im U-Boot überlebt und einen Flugzeugabsturz. Und ist dann mit seinem eigenen Flugzeug von England nach Südafrika geflogen, hat dabei einen Weltrekord aufgestellt. Und auf dem Rückflug ist er dann nicht mit seinem eigenen Flieger geflogen, sondern ist bei jemandem mitgeflogen und dann abgestürzt. Und dann hatte die Katze ihre 7 Leben verwirkt. Und er war eben einer der sogenannten Bentley Boys. Das waren die, die über den nötigen Wohlstand verfügten, um Bentleys zu kaufen, zu fahren. Sie hatten besondere Hobbys und haben darüber eben Bentley auch lange Jahre am Leben gehalten. Aber sieht ja aus wie neu, das Ding, ne? Muss man ja schon mal so. Aber ganz ehrlich, ich finde den auch richtig schön. Also so von der Art, vom Stil, mit den Farben, all black, aber dann mit den Holzeintrittsleisten. Das Ding sieht cool aus. Und weil wir gerade vorhin drüber gesprochen haben, fahrt ihr die Autos und was macht ihr damit? Der ist gestern gefahren worden. Krass. Hier einfach
auf der öffentlichen Straße. Der ist gestern hier gefahren worden, ja. Auch das hier, was ganz Besonderes, ein Düsenberg, der von einem gewissen George Whittle Jr. bestellt wurde. Und der hat sich diesen roten Underbody extra so bestellt. Ja? Also ihr habt gerade gesagt, das war alles schwarz. Ja, vielleicht war alles schwarz, aber unten war es halt dein Rot. Sozusagen der Louboutin-Schuh des Automobilbaus. Mhm, ja? Hier ist aber noch was anderes rot an dem Auto. Und das ist eigentlich noch viel mehr besonders. Ihr seht hier diese roten Lampen. Und das sind tatsächlich Feuerwehrsirenen. Denn das war ein offizielles Feuerwehrauto. Denn, wenn wir hier auf die Seite gehen, ihr müsst euch vorstellen, das war die Prohibitionszeit. Alkohol war nicht so gerne gesehen und schon gar nicht am Steuer. Und der Herr Whittle Jr. hatte aber hier drei Kanister, die eigentlich für Flüssigkeiten für das Auto gedacht waren. Da hatte er aber andere Flüssigkeiten drin. Und wenn man jetzt mit diesen Flüssigkeiten unterwegs ist, dann ist es besser, man wird vielleicht nicht erwischt. Mhm. Und so hatte er großzügig für die Feuerwehr gespendet. Und damit war das Auto ein offizielles Feuerwehrauto. Und dann konnte er die Sirene anmachen und dann wurde er nicht gestoppt. Und ein Düsenberg war zu dem Zeitpunkt das Größte und Teuerste, was du kaufen konntest. Wir sprechen zwar nicht über Werte, aber wir können im historischen Kontext natürlich darüber sprechen, dass wenn dir ein Rolls-Royce oder ein Cadillac oder ein Mercedes nicht teuer und exklusiv genug war, dann bist du zu Düsenberg gegangen. Ich finde, das hört sich auch schon so richtig... Hört sich irgendwie... Ja. Düsenberg. Florian, was ist dein absolutes Lieblingsauto aus der Sammlung? Jeden Tag ein anderer. Okay. Gute Antwort. Ja, das ist das Problem. Es sind so viele Autos, wir können da gar nicht drauf eingehen. Ja. Weil, ja, vor allem, aber auf den können wir ja nochmal eingehen, ja. Hier, ne? Erstmal gehen wir auf das ganze Ambiente ein, würde ich sagen. Ja. Also für Architekt-Liebhaber ist das hier auch sehr toll. Kann man nicht anders sagen. Aber da übergebe ich... Ja, hier sind wir im historischen Gebäudeteil. Das ist die alte Fabrikationsstätte der Firma Omnical, die Anfang der 2000er Jahre pleite gegangen ist. Und Herr Loh konnte dann das gesamte Gelände übernehmen und hat dann entschieden, dass ein Teil des historischen Komplexes erhalten bleiben soll und die Sammlung beherbergen soll. Und hier wurde eben auch großer Wert darauf gelegt, dass möglichst viel von dem historischen Ambiente bleiben kann. Die Wände, die Stahlträger, die alte Decke. Und das wurde dadurch realisiert, dass eben ein Gebäude um das Gebäude herum gebaut wurde. Sonst wäre das mit modernen Brandschutzmaßnahmen und so weiter nicht machbar gewesen. Aber so haben wir das hier ganz gut erhalten und das passt dann natürlich auch sehr schön zu den Fahrzeugen. Vor allem aus einer guten Perspektive könnte man ja 1:1 einen Film von damals so nachdrehen. So mit den alten Autos davor, da könnte man 1:1 so passend in schwarz-weiß irgendwie. So stelle ich mir das so vor, wie der damals vors Kino gefahren ist. Ja, dann haben wir hier einen der, ich würde mal sagen, Favoriten der Besucher. Das ist das, was uns so aufgefallen ist in den ersten 3 Monaten. Das ist ein Bucciali. Und wer jetzt die Marke Bucciali nicht kennt, der muss sich nicht schämen. Das ging mir auch so, bevor ich hierher kam. Und das liegt daran, dass Bucciali nur 6 Autos gebaut hat insgesamt. 3 davon existieren noch und das ist der einzige, den man jetzt öffentlich bewundern kann. Das ist übrigens auch der einzige mit einer 4-türigen Karosserie. Er sieht ja für seine Zeit, das Baujahr 1932, schon sehr, sehr futuristisch aus. Ne? Mit dem kleinen Greenhouse, mit der langgestreckten, eleganten Form, mit den riesengroßen Rädern. Das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Und die Gebrüder Bucciali haben ihre Autos gebaut. Eigentlich gar nicht, weil sie große Automobilhersteller sein wollten, sondern weil sie... Wirklich riesig. Weil sie ihre Erfindungen promoten wollten. Und mit dieser Erfindung wollten sie den Frontantrieb, den sie erfunden haben, promoten. Ach krass. Also ich hätte jetzt bei der langen Haube und dem Motor da drin niemals gedacht, dass das hier als Frontantrieb gebaut wurde. 12-Zylinder Frontantrieb. Gibt es, glaube ich, auch nicht so häufig. Ich glaube, das fährt interessant. Ja, es wäre noch cleverer gewesen, sie hätten gleich die Servolenkung mit dazu erfunden. Dann würde er noch besser fahren. Ja. Aber das sind 24 Zoll. Ja. Und direkt so mit 2 Ersatzreifen, ne? Man weiß ja nicht. Ja, sicher ist sicher. Frontantrieb. Ja. Die Reifen hatte natürlich auch nicht jeder Reifenhändler dann vorrätig. Dann ist besser, du hast mal 2 Ersatzräder. Aber gute Frage, würde man heute überhaupt solche Reifen noch bekommen? Da ist die Vorsorge ganz gut. Also du kriegst für diese alten Autos in allen gängigen Größen schon noch die Reifen. Ja, also selbst für den Bucciali
gibt es noch Reifen, die kosten dann halt ein bisschen was, aber da haben viele Reifenhersteller auch, wie die Automobilhersteller, so ein Classic Department, wo du dann eben auch alte Reifen bekommst oder alte Reifen im Sinne von Größen, die man heute nicht mehr fährt, die man dann da noch bekommt, ja. Irgendwann, man kommt hier einfach so rein und kann so gefühlt da hinten schon gar nicht mehr erkennen, so groß ist das noch, ne? Ja, zumal wie die Autos. Ich entführe euch noch mal kurz in unser Museum, in unser Kino. Ja, das habe ich auf Bildern gesehen, Phil, hier, ne? Da gibt es auf Instagram bei euch ein sehr cooles Foto von diesem Kino. Und da habe ich mich echt gefragt, ob es ein Kino ist. Also ob es nur so aussieht wie eins oder ob ein Kino drinsteckt. Aber ja, so mit Kapitol und ja, so. Ja, das ist. Also wenn wir irgendwann nochmal so eine Klassik-Kollektion oder so machen, könnte man hier auf jeden Fall 1:1 shooten. Aber das ist ein echtes Kino? Das ist ein echtes Kino. Im täglichen Betrieb laufen hier Filme, die unsere Autos erklären. Da haben wir inzwischen um die 100 Filme gedreht. Circa 2 bis 3 Minuten lang. Und da kann man dann sich hier hinsetzen, mal eine kleine Pause machen und aber eben auch noch was über Autos, über unsere Autos lernen. Was einem ansonsten aber eben auch unsere App nahebringt, in der man das Ganze in Audioform oder in Textform nachlesen kann, die ganzen Infos. In der App ist zu jedem Auto aber was drin? In der App ist zu jedem Auto was drin, ja. Cool. Das heißt also, man hat immer einen virtuellen Florian bei sich, der die Autos erklärt. Du hast einen virtuellen Guide dabei, der dir was erklärt. Das haben wir mit 2 Spezialisten gemacht, die es noch viel besser können als ich. Der Ecki Schimpf, das ist der Mann hinter Jägermeister Racing. Langjähriger Journalist und absoluter Kenner der Materie. Und Julius Kruter, einer oder der Bugatti-Experte weltweit, aber auch großer Kenner der Automobilgeschichte und Judge in Pebble Beach und so weiter. Und da sind wir bestens aufgestellt. Die beiden wissen alles über unsere Autos und das kann man sich dann eben entsprechend anhören oder hier im Kino ansehen. Aber verstecken brauchst du dich nicht, denn ich bin echt beeindruckt von dem, was du uns jetzt schon erzählt hast. Ja, aber also die Kulisse, ja. Ne? Also ich bin auch, also die Architektur ist einfach toll. Vor allem, es ist halt einfach so viel, man kann unmöglich über alles reden. Nee. Also da bräuchten wir wirklich ein paar Tage. Erste Dockgetriebe ohne Synchronringe. Solche Motoren, die gibt es dann zu solchen Autos manchmal dazu oder sucht ihr auch so einzelne Exponate immer? Die Autos, die wir haben, die haben in der Regel einen Motor. Und es kommt dann eben auch mal vor, dass im Laufe des Lebens des Autos Auto und Motor getrennt werden und der Motor dann mal angeboten wird. Und es ist natürlich für so ein Museum auch schön, so einen Motor zeigen zu können. Und das ist eben hier die Sache bei diesem Bugatti Typ 50 Motor. Das Auto selbst steht in der Le Mans Ausstellung, hat seinen Motor natürlich. Und das ist ein zweiter. Und der Motor ist ja eigentlich viel zu schade, um in einer Motorhaube versteckt zu sein. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wir wollen eben auch für die Technik begeistern. Und da ist so ein Motor natürlich eine ganz tolle Sache, um hier mal zu zeigen, was drunter steckt. Kompressor mechanisch angetrieben. Aber auch krass, 8 Zylinder in Reihe. So, hier sind wir jetzt auf unserem Marktplatz. Ihr müsst euch die Weihnachtsbäume jetzt wegdenken. Die sind noch hier von unseren Weihnachtsfeiern. Wir sind nämlich auch als Event-Location zu buchen, können hier Events machen. Und da haben wir noch ein paar Überraschungen fürs nächste Jahr, die wir dann hier ausstellen werden. Das heißt, man kann das extern buchen als Location? Richtig, ja. Da ist schon mal so eine Hochzeitslocation hier so vorne. ja. Also hier ist wirklich schon krass, das hat man wirklich, also ich habe es noch nie gehabt, dass man, also ich finde es auch cool gemacht, dieser Blick drüber hinaus, dass man so viele verschiedene Autos mit einem Blick sieht. Das hat man sonst nur, wenn die gesammelt irgendwie auf dem Parkplatz stehen und halt nicht so sammeltechnisch, ne? Ja, vor allem, ich stehe hier und weiß gerade nicht, wo ich hinlaufen will, weil alles irgendwie ganz besonders ist. Und es ist auch so ein bisschen so, als wenn es so Spielzeugautos wären, ne? Die hinten im Regal stehen. Ja, guck mal, Turbo. Ach, weißt du gar nicht, was du als erstes sagen sollte? Einfach nee. Das ist auch deine Liga hier, ne? 507 habe ich tatsächlich. Ich mag den 507 sehr gerne. Viele werden ihn kennen, Elvis Presley. Ne? Hatten wir schon mal drüber gesprochen. Mega Auto, V8. Roadster. Es gab mal eine Zeit lang, da standen die in Amerika an irgendwelchen Tankstellen für ein Apple und ein Ei. Und auf einmal gab es wohl irgendwie, ich weiß nicht, Florian, hast du da eine Info zu? Irgendwann einen riesen Boom und die wurden richtig, richtig teuer, ne? Aber ich hörte auch Geschichten, dass die
in Amerika an irgendwelchen Ecken standen und man die für irgendwie ein paar tausend Dollar nur gekauft hat. Ja gut, der Großteil der Autos, es waren ja nicht viele, es waren ja nur 254 Stück, die sind nach Amerika gegangen, weil das Auto geht ja auf den amerikanischen Importeur zurück. Ohne Maxi Hoffmann hätte es das Auto gar nicht gegeben. Und wie es halt so ist, irgendwann ist jedes Auto mal alt und die Preise gehen runter und irgendwann wird das dann als Klassiker entdeckt und dann gehen die Preise wieder hoch. Und so war es hier auch. Du konntest aber ja auch mal einen Ferrari GTO kaufen für 10.000 Dollar. Also so hat jedes Auto mal seinen Tal durchschritten. Früher natürlich extremer als heute, weil heute haben alle dazugelernt, da geht es nicht mehr so weit runter. Ja. Was würdest du denken, kostet das Auto realistisch? Also ich habe ehrlich gesagt noch nie einen gesehen. Ja. 250 Stück ist natürlich auch nichts. Keine Ahnung, aber bei 250 Autos aus den 50ern, also siebenstellig wird es ja schon sein, ne? Ja, sag mal eine Zahl. Keine Ahnung, 1,5 Millionen? Doppelte und mehr. Ja, hätten wir dann Tanke mal 2 mitgenommen damals. Damals. Wobei damals waren wir ja noch, da konnten wir auch gar kein Auto mitnehmen, weil wir gar nicht auf der Welt waren. Ne? Da waren wir nicht mal ein Gedanke. Das finde ich immer bei einem Museum so krass, wenn die Autos so vom Zustand her so krass gut sind, denkt man halt auch einfach immer gar nicht dran, wie alt eigentlich so ein Auto schon ist, ne? Wenn man jetzt irgendwas anderes daneben stellen würde aus dem Jahrgang, keine Ahnung. Und selbst wenn es, ja, nur, mal, selbst wenn es nur eine 58. Selbst wenn es nur eine Puppe ist mit Klamotten von damals. Also 58 gab es meine Eltern nicht mal. So, deswegen, das ist halt schon. So, das unterschätzt man immer, wenn die Autos einfach so gut sind. Genau. Wie ist das? Flügeltourer ist wahrscheinlich gang und gäbe hier, oder? Da steht da hinten so. Also ein Flügeltürer, den wollen die Gäste halt sehen. Ja, die Besucher, und ist ja sicherlich auch eine Ikone der Automobilgeschichte. Das ist aber ein ganz besonderer Flügeltürer, denn das ist einer von nur 29 gebauten Flügeltürern mit Aluminiumkarosserie. Und von diesen 29 gebauten ist es auch noch der allererstgebaute. Der wurde genauso von Mercedes dann mit einer Alukarosse gebaut? Der wurde ganz genau von Mercedes mit einer Alukarosse gebaut. Und da gibt es auch die entsprechende Dokumentation, wo der Mercedes-Vorstand entscheidet, das Auto für den, der das bestellt hat in Amerika, mit Aluminiumkarosse zu bauen. Ah, das konnte man selber gar nicht auswählen, sondern manchmal war man einfach guter Kunde und hat dann Alukarosse bekommen. Das war ein Kundenauftrag. Und interessanterweise, der Kunde hatte auch noch ein Auto mit Stahlkarosse. Und die sahen beide von außen gleich aus, waren also beide cremefarben. Und auch das andere Auto ist heute in Deutschland. Ist so ein Auto mit Alukarosse viel wertvoller als eine Stahlkarosse, weil einfach noch seltener? Ist einfach deutlich seltener. Also da bist du bei 29, beim anderen bist du bei 1300. Und das dementsprechend ist es natürlich etwas teurer. Ohne eine Zahl zu nennen. Wie viel teurer ist er gegenüber einem mit Stahlkarosse? Doppelt, dreifach? Da müsste man jetzt in die Ergebnislisten der letzten Auktionen gucken. So, es wird ja hin und wieder verkauft. Aber ich würde mal sagen, so Faktor 5, Faktor 6 bist du dann wahrscheinlich schon. Aber du sagst Auktionen, wo wird sowas verkauft? Gibt es extra so Auktionen, wo die superreichen so Kunstgegenstände? Das ist ja wahrscheinlich mittlerweile mehr Kunstgegenstände. Es gibt ja in Verbindung mit den großen Automobil-Events, der Retromobil in Paris, dem Grand Prix d'Historique in Monaco, der Monterey Car Week, Goodwood Festival of Speed, gibt es immer wieder Automobilauktionen, wo große Auktionshäuser dann seltene Autos anbieten. Und da gibt es dann häufig ein Bietergefecht von 2 bis 3, die den genau unbedingt haben wollen. Und Überleg mal 1300, also beim Flügeltürer denkt man ja schon, das ist echt selten 1300, und von dem BMW gab es dann gerade mal 254, ne? Also naja, Dann sieht man, wie wenig das war. Ne? Ja, und wir haben ja gerade gehört, ein Duesenberg, 6 Stück. Oder von dem einen nur 2 Stück. Nee, 6 Stück war, der Besitzer hatte 6 Stück. Ach so, es gab mehr Duesenberg. Okay. Von dem Bucciali gab es nur 6. Ja, und der ganz vorne, wie hieß der? Talbo Lago. 2 Stück. Von diesem einen gab es nur 2 Stück, richtig. Ja. Auch so Autos wie der, also ihr habt ja auch wirklich viele Autos, die hat man noch nie. Da niemals was von gehört. Facel Vega, Facel 2. Facel Vega ist ein französischer Hersteller gewesen mit amerikanischem Chrysler-Motor, um das Auto dann standfest zu machen und aber eben extravagantes Design zu haben. Das ist ein Facel 2. Von diesem wurden insgesamt 184 Stück gebaut. Das ist also auch ein sehr seltenes Auto. Siehst du den 964 Turbo da oben? Die Brombeere lila? Es ist ein wunderschönes Auto. Ist das ein 3,6er? Das ist ein 3,6er und also die Farbe heißt Amethyst. Das ist der legendäre für alle, der Bad Boys Porsche. Mhm.
Und dann in so einer tollen Farbe. Weil, guck mal, Miura, alle Autos da drin. 959, was steht hier alles rum? DeLorean. Wahnsinn. Ja, Wolf of Wall Street, ne? Ja. Muss ich immer, ja, muss ich immer dran denken. Das, da sogar, der ist ja sogar noch viel, viel spezieller, weil Originalauslieferung, ne? Dieser Flügel, den mal hinten bei allen Countach irgendwie zu sehen ist, der wurde ja nie auf dem Werk drauf gebaut. Doch, ne? doch. Den gab's auch ab Werk. Aber es hieß, dass kein Lambo Countach vom Werk aus diesen mit Flügel verlassen hat. Dass das irgendwie nachträglich drauf. Gab es irgendwie eine Reportage von irgendeinem so Rennwerksfahrer von denen? Nee, so. Den konntest du ab Werk bestellen. Ernsthaft? Ja. Mhm. Okay. Ja. Also nicht bei diesem Modell, aber ab den späten 70ern konntest du das bestellen. Und zwar den ersten mit Kotflügelverbreiterung und mit großem Heckspoiler. Ja, das war der. Den hatte Walter Wolf. Nee, auch nicht. Den, war das nicht Wolf auf Wolf? Nee. Der war doch auch breit. Und der war auch breit, dazu kommen wir gleich. Aber den, also das ist die Urform, wie Marcello Gandini das bei Bertone gemacht hat. Ja? Mit dem Gandini-Knick im Rathaus. Und bei Lamborghini, die waren ja immer so ein bisschen finanziell angeschlagen zu den Zeiten noch. Und dann gab es Walter Wolf, der war Rennstallbesitzer in der Formel 1 und hat, ich glaube, mit dem Bau von Ölleitungen Geld verdient, sodass er sich Lamborghinis leisten konnte. Und der hatte immer mehrere Lamborghini und war dann auch an der Firma beteiligt und hat dann gesagt, er möchte gerne einen Countach mit ausgestellten Kotflügeln, mit Kotflügelverbreiterung mit dem Spoiler. Und das war der erste, der war für ihn, das war, müsste so 76, 77 gewesen sein, der war blau. Er hatte dann später noch einen dunkelblauen und noch einen roten mit schwarzen Kotflügelverbreiterungen. Und dann hat Lamborghini das dann auch für die Kunden angeboten. Also ab den späten 70ern konntest du bei Lamborghini auch den Heckspoiler für deinen Countach bestellen. Wieder was gelernt. Ich finde einfach nur krass, wenn du hier so stehst, wie du so durchgucken kannst. Ne? Also ja. Mit dem Dreiecksfenster so. Krass. Geil. Wahnsinn. Ich durfte ja in Santa Gata den letzten vom Mantgerollten fahren. Ja? Mhm. Ach so, Wolf of Wall Street noch. Ja. Das ist ins Kino ja, gehen vorne. Das ist ja quasi die erste Ausbaustufe des Countach in seiner reinen Form. Die Wolf of Wall Street-Variante, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist die Anniversary-Variante zum 25-jährigen Jubiläum von Lamborghini. Der hat dann alle Kotflügelverbreiterungen und alle Verbreiterungen, die du kriegen kannst und die Lamellen über den Luftöffnungen und den Heckspoiler. Das war dann die finale Variante des Countach. Ja, dann haben wir hier einen weiteren Fan-Favorite, würde ich sagen. Das ist der Maybach Accelero, ein Einzelstück. Von 2005, der wurde von einem Reifenhersteller Fulda damals bei Maybach in Auftrag gegeben, um den Reifen Accelero Karat zu promoten, der gedacht war für besonders schwere, besonders leistungsstarke Fahrzeuge. Und das Ziel war, ein extravagantes Auto zu haben, das 350 km/h fährt. Das Design entstand an der Designhochschule Pforzheim, wurde bei Stola in Italien gebaut. Und mit Klaus Ludwig am Steuer hat man dann 351,45 km/h geschafft, 2005 in Nardo. Und damit war dann also das Ziel erreicht. Und dann wurde das groß gefeiert in Berlin. Das Auto stand dann auch nochmal auf der IAA und in Pebble Beach bei den Showcars und so weiter. Und hat dann hier für Fulda eben für den Reifen hoffentlich gute Dienste geleistet. Danach ist das Auto dann von Fulda verkauft worden und kam dann irgendwann hier in die Sammlung. Es steht schon eine Weile hier. Es gab aber immer wieder wilde Gerüchte, wem das Auto wohl gehört. So hat ein deutsches Boulevardmagazin kurz vor Eröffnung noch geschrieben, dass Jay-Z das Auto für sehr viel Geld gekauft hat, um es an Beyoncé zu verschenken. Stimmt aber nicht. Steht hier. Ist auch nicht zu verkaufen, hat aber mal in einem Musikvideo von Jay-Z mitgespielt. Daher kommen dann vielleicht auch die Gerüchte. Ah krass, aber wirklich erstmal der ist 351 gefahren und ja. Dann war der auch noch im Musikvideo von Jay-Z. Ja, genau der. Ja. Es gibt ja nur einen. Dafür sieht aber noch krass gut aus, so, ne? Und hier hast du gesehen, Doppelbremskolben vorne. Ja, hab ich gesehen. Aber eine Frage, wie kommt man auf die Idee, so ein Auto
zu kaufen, zu sammeln. Also, da, weißt du, weil das ist jetzt ja nicht so, dass man morgens aufsteht und irgendwie sagt, ey, ich suche mir mal hier diesen Maybach. So. Sondern das muss ja eher so sein, man kriegt diese Geschichte angeboten und entwickelt da irgendwie ein Interesse dran, oder? Ja, also du bekommst das Auto angeboten und dann recherchierst du ein bisschen die Geschichte, weil es hat man ja jetzt auch nicht mehr so präsent, was 2005 mit diesem Auto passiert ist. Dann kommt es eben darauf an, findet man die Geschichte und das Auto interessant, dass es in die Sammlung passt oder nicht. Und offensichtlich hat das Auto Gefallen gefunden. Und ich finde, das war eine der allerbesten Entscheidungen, weil so viel Zuspruch, wie dieses Auto bekommt, bekommen hier nicht alle. Ist auch so ein bisschen Batmobil-mäßig, ne? Ist wie, ja, als wenn man so ein originales Batman-Auto irgendwie nochmal kriegt oder so. Jetzt denk an 2005 zurück. Da kommt dieses Design auf die oder wird präsentiert. Das sah ja schon sehr zukunftsmäßig aus. Ja, ja. So. Das, also selbst heute im Straßenverkehr würdest du ja sagen, sehr futuristisch. Ich finde aber auch zusätzlich die Geschichte auch nochmal cool, dass damals ein Reifenhersteller noch so die Eier hatte, als Werbeobjekt sich so ein Auto bauen zu lassen. Würde heute wahrscheinlich auch keiner mehr machen. Ja, das hat aber ja nochmal zusätzlich eine Geschichte, weil in den 30er Jahren gab es das schon mal. Da hat Fulda schon mal einen Maybach mit Stromlinienkarosse als Promotion-Fahrzeug bauen lassen. Und daran hat man sich erinnert und hat dann dieses Auto machen lassen. Also ist nicht einfach so eine neue Idee gewesen, sondern hat einen historischen Anknüpfungspunkt. Interessant finde ich, schaut euch das Auto an und denkt einfach mal daran, dieser Wagen ist 19 Jahre alt. Ja. Das krass. Ist ja, ja. Krass. Ja. Ja, die Zeit fliegt. Und hier gleich noch Doppelpack Maybach. Ja, Maybach Doppelpack. Und jetzt ist eigentlich ganz lustig, der Accelero, der ist von Maybach. Den hat Fulda bei Maybach bestellt. Der hier, das ist ein 57 SC Coupé, der ist gar nicht von Maybach, sondern der ist von Xenatec. Und zwar von Maybach offiziell oder ab Werk gab es nur viertürige Autos. Und dann haben sich die Herrschaften bei Xenatec gedacht, das wäre doch eine tolle Sache, wenn es auch ein Coupé geben würde. Und so wurde auf Basis der 57 Limousine dieses, wie ich finde, sehr schöne Coupé gebaut. Der Plan war, dass es 100 Stück geben sollte. Am Ende sind es nur 11 geworden. Das ist also auch ein Auto, von dem viele denken, das gibt es eigentlich gar nicht, das gibt es nur als Rendering. Stimmt aber nicht. Einer davon steht hier und kann hier bewundert werden. Und passt sehr gut zusammen. Und wenn man die Dachlinie anschaut, dann sieht man, dass die sich ähneln. Und das ist kein Zufall. Denn das war der gleiche Designer, der auch den Accelero gemacht hat. Auch die Zierleiste könnte auch die gleiche sein, ne? So von der Linie her. Nee, wobei die ist ein bisschen oben bauchiger, also spitzer geht die und die ist mehr in eine Länge gezogen. Ja, das ist insgesamt viel flacher, weil das ja von vornherein. Ja, also die wird hier oben, geht die einmal kugelförmiger nach oben und die ist so in eine Länge gezogen, weil die Scheiben auch länger sind. Ja, Bugatti Veyron ist halt immer noch nach wie vor so ein Auto, wo man immer noch diesen Wow-Effekt bekommt. Man sieht halt nie einen auf der Straße. Ich habe auch ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie einen auf der Straße gesehen. Ich habe zweimal schon einen gesehen. Ehrlich? Weil, liegt aber auch nur daran, bei uns Wolfsburg sind die relativ lange so entwicklungsmäßig rumgefahren. Da habe ich gesehen, das war Geschichte, die ich kurz erzählen muss. Ich bin mit Matthias, mit meinem Mediziner, im Grip-Dreh gefahren. Wir fahren in Oschersleben von der Autobahn ab, fahren mit unseren beiden Autos hintereinander zur Strecke und auf einmal kommen uns zwei Chirons entgegen. Nee. Mitten auf der Landstraße, wir beide so über das Funkgerät. Matthias, waren das gerade zwei Chirons? Einfach so, auch da, die Werksfahrer sind da gerade über Land gefahren. Zwei Chirons, das war links Chiron schon. Aber für das Alter sieht es auch immer noch krass aus, muss man einfach sagen. Ne? Ja. Das ist das schnellste Auto der Sammlung. Ein Bugatti Veyron Supersport, einer von 48. Und das war damals das schnellste Serienfahrzeug der Welt, 2012. 431 km/h. Und die Fahrzeuge, die dann in Kundenhand gingen, die waren auf 415 km/h gedrosselt. Sicher ist sicher. Warum ist jetzt hier, das frage ich mich gerade, ist der Bereich so matt? Das ist eine Steinschlagfolie. Ach so. Da siehst du auch, die Autos werden gefahren. Ja. Die schützt das Carbon vor Steinschlägen. Dann ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn du in dem Sichtcarbon da Steinschläge hättest. Aber hier, komm mal einmal rüber. Muss man einfach mal zeigen. Wenn man von hier so drauf guckt, wie geil das dann doch so mit diesem Vollcarbon irgendwie aussieht. Ja, ja. Weißt du, so mit dieser Rundung, auch wie perfekt das Carbon von Bugatti dann einfach ist. Ne? Ja. Aber ich finde das. Weil ist halt schon eine Liga so, ne? Mit den, wie die Fasern so liegen und so, das muss man schon erstmal hinkriegen. Das sieht bei ganz anderen Rennsportautos und so schon immer anders aus. Aber findest du nicht, er ist relativ klein und kompakt? Auf jeden Fall, gegenüber dem, was wir alles so gesehen haben, schon. Ist das ein sehr kleines Auto? Ja. Also der Chiron finde ich wirklich auch deutlich größer. Ja.
Sieht auf jeden Fall geil aus in Schwarz. Ja, Ford GT ist halt toll, ne? Vor allem gerade hier, schau mal. Durch, ne? Das ist schon sehr, sehr futuristisch. Sieht man auch nie. Ist auch seltenes Auto, finde ich. Aber links daneben steht halt natürlich die absolute Königsklasse, ne? Wann siehst du den Auto? Wann hast du jemals einen gesehen? Ne, ich habe noch nie einen gesehen. Vor allem, die war mit Straßenzulassung, ne? Ja. Also man ist dann so mit auf der Straße rumgefahren. Ja. Weißt du, konnte man 99 so ein Auto aber einfach kaufen oder hat man selbst damals keine Chance bekommen, so ein Auto zu kriegen? Also es war ja so, das war die Homologationsserie, damit man mit diesem Auto in der Fiat GT 1 Meisterschaft mitfahren konnte. Dazu musstest du straßentaugliche Autos bauen. Mercedes hat von dem Coupé damals 20 Stück gebaut und wenn du schnell genug warst, konntest du den damals ganz normal kaufen. Aber es wird ja wahrscheinlich schon wie damals auch heute gewesen sein, dass wenn du so ein Auto haben willst, du brauchst Historie, Kontakte, sonst gehst du ja nicht einfach bei irgendeiner Niederlassung und sagst, hey, ich hätte gern so ein Auto. Ich glaube, damals waren die Zeiten noch ein bisschen anders. So ganz genau, glaube ich, wissen wir es nicht. Aber nach meiner Einschätzung waren die Zeiten damals noch ein bisschen anders. Und da war es noch nicht ganz so einfach, so ein Auto zu verkaufen. Zumal der ja damals preislich auch noch mal deutlich über so einem Ferrari F50 lag oder sowas. Ja. Und ich glaube auch einfach, dass damals war man noch gebrandmarkt von der Zeit. Heute weiß jeder, dass so ein Auto im Preis nicht fallen kann. Es kann ja aber auch sein, dass du 99 so ein Auto für, ich weiß nicht, was hat sowas damals gekostet? Ich sag jetzt mal einfach 2 Millionen, 1 Million D-Mark. Was hat so ein Auto gekostet? Weiß ich wirklich nicht. Hätte ich jetzt mal so rausgekostet. Da guckst du auch mal blöd, wenn es nach 3 Jahren nur 300.000 D-Mark wert ist. So, ne? Weil es gab ja schon noch jede Menge Autos, die im Preis erstmal deutlich, deutlich runtergegangen sind. Ne? Ja. So, selbst Bugatti Veyrons, die normalen davon, die waren ja auch schon mal am Tiefpunkt irgendwo bei 600.000 Euro. Deswegen glaube ich nicht, dass es damals so, heute kauft jeder alles, weil jeder weiß, es kann nur nach oben gehen vom Preis her, wie es halt die letzten Jahre auch passiert ist. Aber ich glaube schon, dass es damals bei diesen ganz teuren Autos auch manchmal so war. Das ist halt wirklich für mich aggressiv vom Auftreten, mehr geht halt nicht. Ne? Ja, alleine der Spoiler hinten drauf. Ja, alles, das ganze Auto wie flach und breit. Und ja, aber offensichtlich waren die 20 dann nicht genug, weil man hat sich dann entschieden, nochmal 5 Roadster zu bauen. Den ich sogar persönlich schöner finde als das Coupé. Der Flügel sieht cooler aus bei dem. Irgendwie, weiß ich nicht, passt besser. Und dieses Roadster-mäßige lässt ihn so extrem... Der wirkt deutlich moderner, finde ich, als der. Na, guck auch mal, der Grill vorne, ne? Der hat noch hier den Stern auf der Haube, der hat das so im Grill mit drin. Der wiegt so ja, irgendwie die, neuer. Die ganzen Scheinwerfer die ganzen und so. Kühlergrill und so. Guck mal, ne? Scheinwerfer, ne? Auch ein bisschen dunkler. Alles wiegt so ein bisschen frischer. Der wiegt einfach nicht so alt. Ja, vor allem überleg mal, vor der Eisdiele in der Kiste, ne? Ja. So, aber jetzt sage ich euch noch was zu diesem Auto. Es gab 5 Roadster und die hatten hier auf der Plakette im Innenraum jeweils die Nummer. 1 von 5, 2 von 5, 3 von 5. Dieser hier hat keine Nummer auf der Plakette im Innenraum. Das bedeutet, das ist der 6. oder der 0. davon, wenn man es genau nimmt. Das ist nämlich der Prototyp, das Entwicklungsauto, das Presseauto, das Vorführauto für die Kunden, das es gab, bevor die 5 Kundenfahrzeuge gebaut worden sind. Hat der denn jetzt eine Straßenzulassung oder nicht? Der hat eine Straßenzulassung. Wow. Es gab nur 5 Stück? Ja. Vor allem überleg mal, für 5 Autos, so, das sind ja alles Formteile. Weißt du, was das für ein Aufwand ist? Ne? Naja, der Gedanke kommt ja aus einer anderen Richtung. Also diese 5 Autos mussten ja, oder das Auto musste ja sowieso gebaut werden, damit man in der Fiat GT-Meisterschaft mitfahren konnte. Und das war dann sozusagen der Side-Effekt. Du konntest den auch gar nicht zumachen, ne? Oder doch? Nein. Nee, ich würde auch sagen, der war immer offen. Hier so, ne? Mit ja, der war immer offen. Guck mal, mit der Scheibe ist. Ja. Mehr Scheibe ist nicht. Ja. Vor allem krass ist halt bei der Sammlung hier im Museum, dass man dann so ein Evo schon fast einfach so übersieht und so ein 959. 959, das wollte ich gerade sagen. 959, da aber so. Wir reden. Es werden 100% in den Kommentaren irgendwelche Leute schreiben, warum wir einfach an dem oder an dem Auto vorbeilaufen. Weil du bist komplett überflutet von so einer Masse. Ich würde auch sagen, wir nutzen den Punkt kurz und machen auf jeden Fall erstmal ein erstes Break, weil ihr seht, was hier noch kommt. Jetzt wird es ein bisschen motorsportlastiger und es gibt ja auch noch die Sonderausstellung 24 Stunden von Le Mans. Ich würde sagen Teil 1. Vielen, vielen Dank schon mal. Ja. Und ihr könnt euch auf jede Menge weitere Teile freuen. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.